Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren GWriters Videoblog. Heute möchten wir uns mit einem wissenschaftlichen Forschungsansatz beschäftigen, der sehr häufig im Rahmen empirischer Arbeiten eingesetzt wird. Es handelt sich um den sogenannten Mixed Methods Ansatz. Beim Mixed Methods Ansatz handelt es sich um eine Verbindung von quantitativer und qualitativer Forschung. Über das Mixed Methods Design soll die Forschungsfrage der Arbeit so gut wie möglich beantwortet werden. Häufig werden bei der Beschreibung des Mixed Methods Designs oder der Mixed Methods Methodik die Worte Triangulation und Mixed Methods synonym verwendet. Das ist aber eigentlich falsch, denn die Triangulation ist nur eine Ausprägung, eine Methodik des Mixed Methods Ansatzes, wie wir später noch sehen werden. Der Ansatz wird insbesondere dann angewendet, wenn oder weil über die Kombination beider Verfahren das Forschungsziel besser erreicht werden kann, als wenn nur ein Verfahren eingesetzt wird. Damit ist die Anwendung insbesondere dann hilfreich, wenn es sich um vergleichsweise unerforschte Themenstellungen handelt, die mit der Fokussierung auf einen Forschungsansatz nicht umfassend betrachtet werden können. Was qualitative Forschung und was quantitative Forschung ist und was die Unterschiede sind, dann schauen Sie sich gerne dieses Video hier an. Im Rahmen des Mixed Methods Ansatzes gibt es nun vier verschiedene Mixed Methods Designs. Das Triangulationsdesign, das eingebettete Design, das explanative Design und das explorative Design. Beim Triangulationsansatz bzw. Triangulationsdesign, der übrigens der häufigste Ansatz ist, der in der Forschung angewendet wird, werden in der Datenerhebung quantitative und qualitative Methoden miteinander kombiniert. So könnte zum Beispiel ein Fragebogen Statistik ausgewertet werden, aber gleichzeitig können die Antworten auch qualitativ ausgewertet werden. Somit haben Sie auf der einen Seite eine statistische Auswertung des Fragebogens, beispielsweise mit SPSS, die Ihnen dann Antworten gibt über Korrelationen, über Zusammenhänge, haben aber gleichzeitig auch eine Aussage über qualitative Inhalte des Fragebogens. Eine andere Vorgehensweise verfolgt das eingebettete Design. Hier wird entweder primär qualitativ oder primär quantitativ geforscht. Und die jeweils andere Forschungsart wird eingebettet. Bleiben wir also beim Beispiel unseres Fragebogens. Sie machen also beispielsweise eine Online-Befragung, deren Ergebnisse quantitativ, also statistisch, ausgewertet werden. Allerdings haben Sie bewusst in der Befragung auch einige offene Fragen eingebaut. Und genau diese offenen Fragen können Sie dann qualitativ auswerten. Schließlich gibt es noch als weitere Methodik das explanative Design. Hier folgt auf eine quantitative, also auf eine statistische Auswertung, eine qualitative Auswertung. Das bedeutet, dass Sie zunächst den gesamten Fragebogen statistisch auswerten und erkennen Sie dann, dass noch Fragen offen sind, können Sie ergänzend eine qualitative Auswertung vornehmen. Als Verfahren für die qualitative Auswertung können Sie beispielsweise dann eine qualitative Auswertung in Form einer Inhaltsanalyse nach Meyring vornehmen. Auch hierzu haben wir Ihnen ein Video, das Sie gerne unter diesem Link anschauen können. Ja, und die letzte Form, ich hatte gesagt, es gibt insgesamt vier Formen, das explorative Design. Beim explorativen Design werden Sie zusätzliche Auswertungen vornehmen, wenn Sie merken, entweder die qualitative oder die quantitative Forschung hat nicht ausgereicht. Dann werden Sie zu dieser Forschung, die nicht ausgereicht hat, Zusatzforschungen anstellen, um am Ende
Ihre Forschungsfragen zu beantworten. Auch hier wieder zurück zum Fragebogenbeispiel. Angenommen, Sie haben einen Fragebogen quantitativ ausgerichtet, quantitativ ausgewertet und am Ende stellen Sie fest, Ihnen fehlen aber noch Informationen zur Beantwortung Ihrer Forschungsfrage. Dann werden Sie diesen Fragebogen nochmal durchgehen und suchen, ob Sie noch Möglichkeiten haben, diesen Fragebogen qualitativ auszuwerten. Sie sehen also, der Mixed-Methods-Ansatz bietet vielfältige Möglichkeiten, Ihre Forschungsfrage noch besser, noch detaillierter, noch komprimierter zu beantworten, als Sie das nur mit einer Methodik machen können. Wichtig ist, dass Sie sich ganz klar für eine dieser vier Verfahren, für eine dieser vier Methoden im Mixed-Methods-Design entscheiden, damit Sie auch eine hohe wissenschaftliche Güte in Ihrer Arbeit erreichen können. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Video einen kleinen Hinweis, eine kleine Hilfestellung zum Mixed Methods Design geben konnten. Und wenn Sie weitere Videos von GWriters gerne anschauen möchten, rund um das wissenschaftliche Arbeiten und wie wissenschaftlich wir Sie dann auch unterstützen können als GWriters über unsere Leistungen, dann klicken Sie gerne hier und abonnieren Sie unseren Kanal.